Ja, ich möchte gern auf ein paar Meldungen, Rückmeldungen von Ihrer Seite in Ihren Beiträgen eingehen. Frau Buttke, Sie haben gesagt, es geht in erster Linie um die Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Da sind wir uns, glaube ich, alle völlig einig. Das Problem ist, dass eben die Fachkräfte nicht wirklich verfügbar sind. Und ehrlich gesagt, eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels zum August 2020, ohne dass die entsprechenden Fachkräfte verfügbar sind, ist für uns ein zahnloser Tiger und vielleicht sogar heiße Luft. Und genau das war die Ursache unseres Antrags, dass wir gesagt haben, wir wollen hier Verbesserungen, wir wollen hier Wege aufzeigen und gerne auch im Ausschuss und mit Ihnen darüber diskutieren, wie man das am besten tun kann. Deswegen ist es auch ein Missverständnis, nehme ich das mal so wahr, dass offensichtlich der eine oder andere unseren zweiten Neudruck nicht gelesen hat. Anlass, gebe ich zu, Anlass war ursprünglich diese Änderung der Kita-Personalverordnung, die so rübergekommen ist, wie ich es in meinem Redebeitrag konkret zitiert habe. Damals sind natürlich bei uns die Alarmleuchten angegangen, weil wir eben nach wie vor der Überzeugung sind, ich glaube, auch da sind wir uns im Wesentlichen hier einig im Hause, dass die Qualität der Kita-Betreuung und auch der Bildung, auch Frau Buttke hat es gesagt, ist auch ein Bildungsauftrag mit dabei, eben nicht leiden soll. Dieser Eindruck ist damals entstanden. Wir haben verstanden und haben das ja auch zitiert, dass die Ministerin das im Ausschuss nicht mehr so gesehen hat und dass es hoffentlich so nicht in die Kita-Personalverordnung reinkommt. Aber genau deswegen entlässt es uns eben nicht aus der Verantwortung zu überlegen, wie können wir dieses Problem lösen, dass wir keine Erzieherinnen und Erzieher am Markt haben, wie können wir eine Qualifizierung anbieten. Ja, und es gibt schon Qualifizierung, ist richtig, aber es gibt sie eben in der Regel nicht kostenfrei. Und hier wurde auch vorgetragen, dass es da das eine oder andere in der berufsbegleitenden Erzieherausbildung für Quereinsteiger gäbe, wo dann die Kitas die finanzieren müssen. Da bin ich skeptisch, ob die Kitas, die Träger, die das machen, das sind ja oftmals auch private und nicht immer nur die Gemeinden, ob die das dann so machen. Also ich hoffe, dass wir gemeinsam daran arbeiten können, die kostenfreie Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in diesem Land möglichst bald zu ermöglichen, und zwar sowohl in der Vollzeitausbildung als auch berufsbegleitend. Unser Antrag war in diesem Sinne einfach nur dahingehend gemeint, dass wir gesagt haben, wir wollen hier einen Vorschlag unterbreiten, wie wir das machen können. Und der Anlass, hatte ich erläutert, war der andere. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir hier jetzt gemeinsam vorankommen, diesen Antrag als Auftakt beschließen, damit wir gerne dann im Rahmen der Vorbereitung der geplanten Erhöhung des Betreuungsschlüssels zum August 2020 noch nach weiteren Lösungen suchen und die gemeinsam umsetzen. Nur eins darf eben nicht passieren, was die Ministerin eben noch mal gesagt hat. Die Diätassistenten sind sicher gute Fachkräfte für die Lebensmittelversorgung, für die Mittagessenversorgung. Aber es darf eben nicht passieren, dass sie auf die Betreuungsquote angerechnet werden, wenn sie keine pädagogische Ausbildung haben. Das war die Intention. Und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam nach Wegen suchen, möglichst schnell, kostenfrei, nicht, dass sie noch Schulgeld bezahlen müssen, für jeden, der Erzieherin oder Erzieher werden will, einen Weg zu eröffnen. Und da müssen wir bitte noch dran arbeiten. Und in diesem Sinne ist unser Antrag zu verstehen. Danke.